bin Peter Heinlein, ich schreibe über Werbung und Kommunikation und ich habe hier auf dem ADC-Gipfel das Max Creative Special gemacht, das heute Abend bei der Awardshow verteilt wird. Musik in der Werbung unterstützt, Musik in der Werbung schafft Mut, schafft Stimmung, die dazu nötig ist, ein Produkt mehr zu lieben oder weniger zu lieben. Sie müssen sich gegenseitig unterstützen, das hat sonst gar keinen Sinn. Sie müssen nicht identisch sein, wir sehen es zum Beispiel bei dem, was alle wissen, was alle kennen, bei der Telekom, da weiß jeder, dass es die Telekom ist, der Nokia-Klingelton, den kennen Sie alle, alle Werbe, die ein iPhone haben, haben den gleichen Klingelton. Aber bei der Telekom kam noch eins dazu und das hatte mit Dada überhaupt nichts zu tun. Das war nämlich Nessun Dorma von diesem wunderbaren englischen Sänger. Wann immer dieses jetzt erklingt, dann denken die Leute an die Telekom. Also eine unbewusste Verführung würde ich das nicht nennen. Alle Leute versuchen immer ein Soundlogo zu machen. Mercedes ist damit, glaube ich, irgendwie absolut gescheitert mit seinem oder sowas, diesen irgendwie Engelschor als Abbinder. Das funktioniert, glaube ich, nicht. Audi läuft ziemlich gut, finde ich. Das ist ziemlich technisch und ziemlich motorisch, was sie da haben. Es ist sehr, sehr schwer, das zu machen. Und es ist auch sehr, sehr schwer für Kunden, die davon zu überzeugen, dass man neben einer wie soll ich sagen, gedruckten oder visuellen CI auch eine Sound-CI, eine Audio-CI haben muss. Aber es gibt eine ganze Menge Kunden, die daran arbeiten. Zum Beispiel, das sollte man nicht glauben, DATEV. DATEV ist ein Softwareunternehmen für Steuerberater. Die arbeiten an einem Sound-Logo. Also der Branche ist es egal. Die Branche ist auch für Mercedes egal. Da haben die halt ein paar hunderttausend Euro reingesetzt und versemmelt. Also das müssen die dann aushalten. Da haben sie nicht genug nachgedacht. Also der normale Weg, das hier nicht mehr der professionelle Weg sein muss, der normale Weg ist, dass ihr ein Marketingverantwortlicher oder ein Markenverantwortlicher irgendeinen Lieblingssong hat oder seine Frau sagt, das klingt doch toll. Ja? Versucht das doch mal. So, das hört er gerne im Radio und er meint, seine Marke kann das auch gefallen, weil er ja die Marke ist. Das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. Professionell ist auf jeden Fall, sich jemanden zu suchen, der Ahnung davon hat. Man soll es nicht glauben, was Musikleute tatsächlich beitragen können, weil das sind nicht einfach nur Spinner, die am Klavier klimpern oder sowas, sondern die machen das mit wissenschaftlichen Methoden. Dazu kommt, dass man nicht sparen sollte dran. Also einfach zu sagen, ich finde die Beach Boys ganz schön, mach doch mal so ein Soundalike oder sowas, weil die Royalties von den Beach Boys zu teuer sind, das bringt's nicht. Dann muss man schon wirklich das Original nehmen, es kostet ein bisschen mehr, wobei die großen Plattenfirmen natürlich auch mit den Preisen runtergegangen sind, weil sie es nötig haben. Aber ich glaube, dass spezialisierte Agenturen wie beispielsweise Massive Music in Amsterdam oder von mir aus John Groves in Hamburg, der alte Bacardi-Mann, dass die sehr, sehr viel Expertise mitbringen. Und wenn man die mal zur Präsentation bittet, dann gibt es in den Unternehmen meistens ein ganz großes Erstaunen, ein ganz wunderbares, merkwürdiges Bauchgefühl. Und man wusste gar nicht, dass das so gehen kann.